Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier was, das müssen wir jetzt erstmal auspacken, das ist nur alles eingepackt, und zwar Arbeitsspeicher. Ich habe dieses Video jetzt auch schon, ist jetzt das dritte Mal, dass ich zu dem Arbeitsspeicher ein Unboxing mache, weil die ersten Male, ihr werdet hier auch Werbung sehen, oben irgendwo steht dann der Werbeaufdruck. Ich habe das netterweise zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video. Oder beziehungsweise für Videos. Ich will auch noch einbauen und testen. Und die ersten beiden Male war von UPS. Und da kam dann die Verpackung so an. Also mit hier, seht ihr das? Da könnt ihr das sehen, hier ist so ein Ritsch, und das war halt wirklich so schräg und die ganzen Einzelteile waren draußen, und dadurch, beim ersten Mal war ein Arbeitsspeicher kaputt, beim zweiten Mal war einer richtig defekt und der zweite so halb defekt. Der hat mal, ist der eine young, der andere mal nicht, aber zwei waren ganz. Und da haben sie mir jetzt netterweise über FedEx, beziehungsweise kam bei mir mit TNT an, nochmal Arbeitsspeicher. Die anderen gehen dann halt logischerweise zurück. So, ich richte euch mal nach unten. Ich habe ja immer bei meinem, also mein PC, der kam ja auch mit UPS von Mindfactory. Und ihr habt ja in den Videos auch geschrieben, UPS, mein PC kaputt. Ich weiß ja nicht, was da käme. Ich weiß es gar nicht, wer es geschrieben hat. Der seinen PC wieder zurückschicken musste, weil UPS mit dem Paket echt scheiße umgegangen ist. Und ich habe immer gesagt, hey, bei mir ist ja nichts und so. Und dann hätte ich mal nicht so laut reden sollen. Weil dann kam es dicke. Oh, hier jetzt auch, hier mit Luftpolsterfolie. Hier. So sieht die Verpackung richtig aus. Also kein Schnitt, kein gar nichts. Wirklich, jetzt kam es mal perfekt an. So, und ich richte euch mal nach oben, dann sehe ich die Kamera besser. Wir haben hier einen Arbeitsspeicher-Kit. Das Kit heißt praktisch, es sind mehrere Arbeitsspeicher drin. Und zwar haben wir hier das 64 GB Kit. Das sind 4x16 GB. DDR4, 3000er, und der hat eine Voltzahl von 1,35 Volt. Ist ein RGB-Speicher, Ballistic Tactical Gaming Memory. Da könnt ihr das nochmal richtig sehen. Wie gesagt, zwei konnte ich ja schon testen. Laufen, richtig geil, richtig schön stabil. Kann ich echt nicht meckern. Und mit dem RGB haben sie was einfallen lassen. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Das werde ich euch nachher im Hardware-Video auch dann komplett zeigen. Oh, wie schön, das muss ich mal richtig aufmachen und nicht alles lose. So. Ich werde die jetzt auch noch nicht auspacken. Also ich werde die euch jetzt nur so in der Verpackung zeigen, damit ihr das mal so in etwa seht. So, das ist, sieht dann so aus. Auf der anderen Seite steht dann auch nochmal Ballistic Tacticals. So. Und hier oben, das ist dann halt praktisch, hier ist dann die RGB. Ja, das weiße, was ihr seht. Aber nicht nur das. Ich werde mal hier die Rillen, die Punkte da, die leuchten auch. Der ist für 3000 ausgelegt. Ich hatte ihn auch schon im, also ich habe das MSI X470 Gaming Pro Mainboard. Habe den auch schon hochgesetzt auf 3066. Auch ohne Probleme gelaufen. Kann ich mich nicht beschweren. Und der Blöde bei meinem Board ist, wenn man nur zwei Arbeitsspeicher drin hat, ich muss die sind nicht nebeneinander. Also ich habe vier RAM-Bänke. Eins ist für die, das erste wird nicht benutzt, das ist für die zweiten, wenn man zwei Riegel dazu macht, dann kommt der Riegel, der geht, ja? Dann kommt wieder nichts und dann kommt wieder eine RAM-Bank. Also wird halt eins ausgelassen immer. Und es sieht dann blöd aus mit den Effekten. Jetzt habe ich vier ganze, die werde ich nachher auch gleich einbauen. Und dann sieht das mit dem Effekt viel cooler aus.
Das werde ich euch alle nachher dann im Hardware-Video zeigen. Ich bin auch am Überlegen, ich werde vielleicht auch noch ein Video machen, mit der Kamera abfilmen, wie ich das eingestellt habe auf dem X470 Gaming Pro. Weicht denn natürlich ab von Asus oder von anderen Herstellern. Da sind die Einstellungen anders, also sehen anders aus. Und ja, das ist dann halt einen kleinen Tick anders. Aber im Prinzip müssten die gleichen Einstellungen da sein. Denke ich mal. So, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden für das Unboxing. Ich werde gleich nachher noch das Hardware-Video machen. Das würdet ihr dann im Anschluss sehen. Bis nachher, denn Ahoi, sagt euer Odin.